Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurser. Mein Name ist Knorkh und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge habe ich ja bereits erwähnt, dass ich mit der Achterbahn was vorhabe und das werden wir heute schon mal anfangen umzusetzen. Das wird nämlich ein bisschen aufwendiger. Was es genau sein wird, werde ich natürlich jetzt nicht verraten, damit du die Timelapse guckst und nach der Timelapse werde ich dann auf die Dinge eingehen, die ich da verbrochen habe. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und melde mich natürlich nach der Timelapse wieder. Bis dann. Ciao.
So, willkommen zurück und wie du gesehen hast, habe ich mein Versprechen gehalten. Wir arbeiten ein bisschen an der Achterbahn. Wir verändern die ein klein wenig. Tatsächlich war es eigentlich ein bisschen anders geplant, aber ich sag mal so, das Hotel hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht, dass das Schloss da wegkam. Das hat einfach nicht gepasst. Das war von vornherein klar, dass das wegkommt. Das hier bleibt, weil das ein bisschen Abstand hat zum Hotel. Aber das hier war alles anders geplant. Die sollte eigentlich hier reinfahren und dann hier raus. Wurde halt nichts raus. Boah, da treibt sich sogar spontan. Sensationell. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge, ich habe noch ein klein bisschen was vor, ich habe jetzt spontan mir noch ein paar Sachen überlegt, die werde ich versuchen noch umzusetzen. Auf jeden Fall sieht das Ganze schon mal sehr gut aus. Ich habe natürlich auch auf Lichtraumprofil geachtet. Die Lampen werden noch ein bisschen umgehangen, weil anders würde es nicht gehen, aber es war ein Friemelei, hast ja gesehen, das hier mittig auszurichten. Ne? Also ich muss das hier auch noch ein bisschen verschieben, das ist klar, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Hier habe ich auch noch eine Kleinigkeit geändert, weil die Leute sind hier immer fast durch die Hecke gefahren. Habe ich jetzt korrigiert und so ist die neue Position der Achterbahn. Falls du dich jetzt fragst, ja, aber guck mal, warum änderst du denn nicht das hier einfach? Ganz einfach, Bestandsschutz. Deswegen, das versuchen wir irgendwie zu retten. Wir gucken mal, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Also ausrichtungsmäßig sieht das tatsächlich ganz gut aus. Sieht geradeaus, verläuft gerade, deswegen dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Wir müssen mal gucken, wie der Platz aussieht. Ne? Wegen hier, wegen dem Turm, das werden wir aber dann alles in der nächsten Folge testen, ausprobieren. Und wir werden die Strecke natürlich noch sanfter gestalten. Wir werden die, ich habe jetzt eh gespeichert, also bringt jetzt nichts, das wird beim nächsten Mal egal. Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Wir entfernen den da, so. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen, wird das Ganze sanfter verlaufen. Ich werde das einfach alles mit diesem Smoothing-Tool, würde ich das hier einfach mal durchlaufen lassen. Und ich muss gucken, wie die Geschwindigkeit hier hinten raus ist. Ne, das müssen wir auch noch testen und eventuell die Kurve auch noch ein klein bisschen anpassen. Nein, ich wollte die nicht komplett abreißen, neu bauen. Ich wollte das tatsächlich so machen, dass ich mit dieser bestehenden Bahn das irgendwie umgestaltet bekomme. Also, in der nächsten Folge werden wir natürlich hieran weiterarbeiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.